Willkommen, liebe Leute, zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Wir machen jetzt gleich weiter, allerdings, wie ihr schon seht, ich habe ein bisschen aufgelevelt. Ich habe diese eine Trainingsmission in dem Ring gemacht, wo du Krillin, Yamshu und Tenshinhan zusammenschlägst. Die habe ich immer wieder gemacht, dreimal, glaube ich. Und habe ganz interessante Sachen auch bekommen. Weiß ich, hier irgendwo was? Oder wo waren das? Waren das nochmal? Genau, hier. Zum Beispiel Piccolos Dämonenkleidung mit Umhang habe ich bekommen. Aber das ist irgendwie nicht so geil, weil ihr seht ja, das nimmt mir auch bei zwei Attributen was weg. Aber es ist ganz lustig zu sehen, dass man da viele Sachen freischaltet. Ich habe das auch mal alleine, ich bin das auch mal alleine angegangen, die Mission. Hab dann alleine gegen drei gekämpft. Und dann kam am Ende als Special Obermods auch nochmal Piccolo selbst. Ja? Und so habe ich dann auch den Z-Rang geschafft, als ich ja alleine gegen die gekämpft habe. Plus dann Piccolo am Ende platt gemacht hat. War interessant. Was ihr auch hier seht, die Belohnung unten. Nachbild, Sonnenfaust und so weiter. Ich habe auch noch neue Fähigkeiten bekommen. Genau, das kann ich auch noch kurz abchecken. Hier nämlich. Superangriff. Genau. Energieschuss. Energieschuss R2 plus X. Sonnenfaust. So, das wechsle ich mal. Dann habe ich noch einen neuen Ultra-Angriff? Nee, das nicht. Okay. So, also. Das habe ich nochmal neu bekommen. Dann natürlich ein paar Level aufgestiegen. So, wo tun wir die denn hin? Zack, zack. Da auf jeden Fall zwei rein. Schlag, Superangriff, Grundangriffe. So. Okay. Die Änderung speichern. Kampfobjekte habe ich mir dann die Kapseln nochmal neu gekauft. Die Sachen, diese ganzen Materialien habe ich jetzt auch selber nochmal nachgeschaut. Damit konnte man ja bei dem Einladen Sachen herstellen selber. Und ja, okay. Jetzt würde ich sagen, können wir ja nochmal versuchen, ja, entweder Nappa kaputt zu machen. Was auch komisch ist, als ich diese Mission gemacht habe, stand hier zwischendurch Okrillin hier auf dem Platz. Ich bin extra zu dem nicht hingegangen, weil ich das mit euch machen wollte. Und zack, nach der nächsten Mission war er wieder weg. Also er hatte auch wahrscheinlich so eine Mission hier wie Raditz. Aber soll ich es nochmal probieren? Soll ich es nochmal probieren hier? Soll ich es nochmal probieren mit dem? Aber das ist auch eine Schwierigkeitsgrad 1-Stern-Mission. Und die haben mich letztes Mal kaputt geprügelt. Ey, komm, die kriegen jetzt die Rache ab. Komm, was soll der Scheiß? Ich mache euch jetzt platt. So. Ich versuche es zumindest. Vielleicht klappt es ja diesmal. You better be of some use. Come now, Tapper. Would you dare defy your own brother? Alter. My name is Goku. Who are you? What do you want from me? Alter. Hallo, Raditz! Wo ist die Sackratte denn? Willst du Son Goku, du willst es? You're pretty good. That was one heck of a move. Alter. This is starting to get interesting. Pretty good. I'll show you what I've got. What are you struggling here for? Get down! Ich kann versuchen blocken, wie ich will. Ey. Es ist unfassbar, wie die hier abgehen. 1-Sterne-Mission.
Willst du mich eigentlich komplett verarschen oder sowas? Die gehen die ganze Zeit zu zweit auf mich, weil gerade jetzt nichts kann. Die Sackratte. Und man kann wirklich nur eine Mission einsetzen, ne? Schlag damit zu! Ich schwör's euch, Leute, ich... Was ist hier los, Mann? Ich bin schon wieder im Menü, Alter. Ich bin schon wieder im Menü. Geh doch mal raus jetzt hier. Jetzt mach ich euch platt. Energieschuss. Ey, Leute, was soll ich denn da machen, wenn die ganze Zeit nur zu zweit auf mich gehen? Was macht den Rabels, Alter? Ich bin gerade völlig überfordert, ja. What's with this power? Damn you! I will not let you get away with this! Playtime is over! Das Geile ist ja... Wenn du einen anvisiert hast und der andere dich plötzlich angreift, kannst du dem kaum ausweichen. Beziehungsweise den Blocken. Yes, Mann! Motherfucker! Puh, ruhig bleiben jetzt. Was ist denn Bescheid, ey? Rang B ist mir scheißegal, ich hab's geschafft. So eine Drecksmission, ey. Was der labert, wird sein Saiyajin plötzlich wieder reizen. Dämliche Sacknase. Nix kann der nämlich, nix kann der. Ja, okay, ey, ohne Scheiß. Das ist aber. Energiekapseln nur noch 3 Stück? Ich habe mir 5 gekauft. Ah, Piccolo ist da. Siehst du das genau, das meinte ich. Da stand Krillin, der war dann plötzlich weg, deswegen quatsch ich jetzt Piccolo direkt mal an. Übermeister! Die Meister sind mächtige Kampfsportmeister der Geschichte. Du wirst Gelegenheit haben, viele davon in Toki-Toki-Stadt zu sehen. Sprich mit den Meistern, wenn sie deine Stärke schätzen, nehmen sie dich als Schüler an und trainieren dich. Hier ist mein Piccolo und mein Trainer. Ruf deinen Meister, Z-Hilfe. Du bist jemand des Schülers. Zweitens, setze den ultimativen Move ein, den dein Meister dich gelehrt hat. Erfülle diese Bedingungen, um die Z-Hilfe zu aktivieren. Dort ist also Toki-Toki-Stadt. Sieht so ähnlich aus wie auf der Erde. Wer bist du? Lebst du hier? Zeitpatrouille? Bist du mit Trunks befreundet? Du bist also der Typ, den Trunks im Training wissen will. Du scheinst eine Menge Potenzial zu besitzen. Mein Training ist hart. Es könnte sein, dass ich dich versehentlich töte. Glaubst du, ich mache Spaß? Früher war ich ein Dämon. Jetzt entscheide dich, willst du mein Schüler sein? Ja, klar. In Ordnung, dann lass mich deine Entschlossenheit testen. Kämpfe gegen mich und zeig mir deine Stärke. Ich kämpfe ernst. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Das ist, was du wolltest. Dafür bringe ich dir eine spezielle Fähigkeit bei, wenn du mich besiegst. Wachse oder stirb. Fühlst du dich jetzt motiviert? Gib alles, was du hast. Das soll nicht langweilig werden. Mein Gott, ich bin voll dabei hier, ey. Ich will die Höllenspirale nehmen. Wenn ich die Höllenspirale kann, bumse ich jeden weg. Es ist nun mal so. Oder, Leute? Ist doch so. Genau, hier steht's ja. Dem Lehrer von Son Gohan. Einer der Lehrer. Alles klar, komm. Ah, Piccolo auch kurz nach Platz, so. Meister verliert gegen Schüler, ist kein Problem. Wäre Piccolos Schüler, alles klar. Now, show me your power.
Respekt, Piccolo. Zack, Mann! Hold it. I know how strong you are already. Schon Angst. Rang S direkt. Nicht schlecht. Ist okay. Energiekapsel. Super Angriff. Böse Sprengung. Mhm. Ich will aber die Höhenspirale. Das reicht. Trunks hatte recht. Du hast Potenzial. Wie? Du willst wissen, ob ich wirklich versucht habe, dich zu töten? Bluff. Ich muss sehen, dass du den Kaioshin in der was? Dass du den Kaioshin der Zeit nicht runterziehst. Ich habe deine Stärke getestet. Du hast fürs Erste bestanden. Aber ab heute bist du mein Schüler. Ich werde dich nicht schonen. Die böse Sprengung ist umso stärker, je länger du sie auflädst. Aber vergiss nicht, eine neue Fähigkeit alleine macht dich nicht stärker. Wie stark deine Fähigkeit auch ist, wenn sie nicht trifft, ist sie nutzlos. Meistere die böse Sprengung im Kampf, dann zeige ich dir mehr. Wenn du stärker bist, kämpfen wir erneut über so lange echte Kämpfe. Yeah, woo! Aber warte mal, eine neue Fähigkeit macht dich nicht stärker. Ich weiß noch ganz genau, dass er damals zum Anfang von Dragon Ball Z so groß getan hat, dass er jetzt Son Goku besiegen könnte, wegen seiner neuen Technik, der Höhlenspirale. Aber gut, passt schon. So, und ich würde sagen, da jetzt Piccolos Schüler sind, müssen wir uns auch dementsprechend kleiden. Vielleicht ein Tick dunkler. Was hat er noch? Weiß. Ich würde sagen, noch ein Tick dunkler, oder? Ja, noch ein Tick dunkler und die Schuhe auch braun. Das muss ja sein, oder, Leute? Muss sein. Ja, muss sein. Irgendwie sieht es scheiße aus. Was ist das? Ist das ein Braun oder was ist das? Passt die Farbe so? Das sieht irgendwie scheiße aus. Vielleicht doch einfach weiß lassen. Na komm. Fähigkeiten, genau, so, so, böse Sprengung, okay. Attribute boosten. Okay, guck mal, Raditz ist auch weg jetzt. Ist interessant. Ich denke mal, wir können mehrere Trainer haben, oder? Wenn nicht, dann wäre das ja irgendwie scheiße. Ich will auf jeden Fall noch, dass Son Goku mein Trainer wird. Obwohl ich die natürlich alle leicht fertig machen könnte. Was mache ich jetzt gerade? Ich renne ja blöde durch die Gegend. Ich würde fast sagen, ich gehe mich jetzt nochmal kurz ausrüsten, ein bisschen. Weil man ja von dieser einen Energiekapsel nur eins nehmen kann, dann würde ich sagen, hole ich mir zwei verschiedene Energiekapseln. Dann kann ich auch zwei verschiedene in einem Kampf einnehmen, würde ich sagen. Genau. Und werde dann beim nächsten Mal
Werde ich versuchen, nochmal Lapperus zu besiegen, ja. Genau. So werde ich das nämlich machen, Leute. Deswegen werde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden von euch. Oh, das sieht aus wie Yamchu. Das ist Yamchu. Und die sieht aus wie, wie die junge Chi-Chi, Alter. Oder? Sah nicht so die junge Chi-Chi aus? Als Tochter des, wie hieß ihr Vater nimmer? Hier vom Teufelsberg, oder? War das der Teufelsberg? Den Muten Roshi mit seinem Kamehameha gesprengt hat? Das war doch der Teufelsberg, oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, genau. Genau. Leute, so werden wir es machen. Beim nächsten Mal werde ich mich den Gegenstellen nochmal nappen und kaputt schlagen, wie Sau. Weil mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ich denke, es sollte jetzt erstmal reichen hier, was ich am Start habe. Wenn nicht, bin ich halt eine Gurke. Was willst du da machen, wenn der großartig? Also wenn ich das jetzt immer noch nicht schaffe, dann bin ich eine Gurke. Und wir schauen einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, gerne mal auch eine Bewertung da lassen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss.